Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich überall sehr gut. Ich werde auch sofort versuchen, meine Sprechgeschwindigkeit herunterzuschrauben, damit es nicht zu schnell wird. Das Problem ist bekannt. Auch vielen, vielen Dank, Manuela. Vielen Dank, liebe Sonja. Ja. Ich muss, bevor ich anfange, noch kurz zwei Anekdoten loswerden. Zum einen möchte ich Ihr Augenmerk noch auf unsere historischen Schaustücke lenken, nämlich unter anderem auch diese Plakate. Wir haben hier zum Beispiel, linke Hand von mir, haben wir ein Originalplakat von der Bundestagswahl 2013. Und das ist nicht einfach irgendein Plakat, was eben übrig geblieben ist im Büro oder so weiter, sondern dieses Plakat hat Wahlkampf gemacht an der Laterne. Es wurde rausgehängt, hat 2013 dafür gekämpft, dass die AfD in den Bundestag einzieht. Man hat es fast geschafft. Und danach wurde es wieder abgehängt und in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Und jetzt ist es hier ein Schaustück. Und wir haben die von vielen, vielen, vielen Wahlen, bei denen die AfD angetreten ist, wo sie auch erfolgreich, auch 2013 kann man als Erfolg verbuchen, wo sie erfolgreich angetreten ist, haben wir diese wunderbaren Stücke platziert. Das ist die erste Anekdote. Und die zweite Anekdote, auf die ich zu sprechen kommen muss, ist dieser Abend hier selber, den Ortsverband Meitingen, wo ich hier stellvertretender Sprecher oder stellvertretender Vorsitzender sein darf. Den gibt es ja ungefähr seit September vergangenen Jahres. Und wir haben gesagt, ja, was machen wir dann mit diesem Ortsverband, welche Veranstaltungen wollen wir machen? Und wir haben gesagt, ja, lass uns den Geburtstag machen. Und dann haben wir gesagt, wen laden wir ein? Und dann war ziemlich schnell klar, wir wollen Corinna Miazka und Kollege Lukasen einladen. Und es war damals noch nicht klar und es war noch nicht ein Fakt, dass beide danach noch jeweils zu ihrem jeweiligen Sprecher in ihrem Landesverband aufsteigen werden und dass wir heute hier, so zufällig könnte man fast sagen, noch die Sprecher vom größten und zweitgrößten Landesverband der AfD in Deutschland haben, nämlich vom größten in Nordrhein-Westfalen und wenn die Corinna dann kommt, auch vom zweitgrößten von Bayern. Das hat sich so als Sahnehäubchen noch so ergeben und das haben wir uns dann auch verdient. Zu dem, was ich Ihnen sagen werde, ich werde mich relativ kurz fassen, weil die Kollegen nachher, die weite Reise gehabt haben, auch noch ordentlich was reden wollen. Ich habe drei Teile. Ich habe etwas Historisches aus der Vergangenheit, das ist so ein bisschen national. Dann habe ich was von der Gegenwart, das wird kommunal. Und dann habe ich einen Ausblick für Sie, der wird dann europäisch und der wird auch nicht ganz so schön. Aber gut, fangen wir mit der Historie an. Es ist der 7. Geburtstag der AfD und ich habe mir gedacht, was kann ich darüber erzählen? Die Manuela hat ja gesagt, ich beschäftige mich viel mit Energie und auch mit Klimafragen, das hängt ja heutzutage alles zusammen im Deutschen Bundestag. Ich bin nicht allein dafür verantwortlich, das ist jetzt nicht so, aber ich hänge auf jeden Fall damit drin mit den Kollegen. Und dann habe ich mal geschaut in meinen Unterlagen und ja, ich war erfolgreich. Ich weiß, was vor 7 Jahren mein Strom gekostet hat. Ich habe das Dokument gefunden und ich kann Ihnen sagen, auf der Rückseite steht es, der Strom im 6. Februar 2013, als die AfD gegründet worden ist, hat für mich, gemäß meinem Vertrag, 21,55 Cent gekostet, netto. 21,55 Cent netto. Ich bin dann hergegangen, 7 Jahre später, habe auf meine jetzige Rechnung geschaut, sie ist ja gerade erhöht worden, wieder zum 1.1. Und der jetzige Preis ist netto 28,1 Cent die Kilowattstunde. Das ist ein Anstieg von sportlichen 30% bei den Kosten innerhalb von 7 Jahren und wenn ich es linear ansteigen lasse, sind das so im Schnitt 4,3% Steigerung bei den Stromkosten pro Jahr. Wir haben, so wird uns erzählt, eine Inflation von ca. 2% jedes Jahr. Das heißt, die Entwicklung des Strompreises für Sie, für den Benutzer, für den privaten Haushalt und für die Unternehmen liegt weit oberhalb von dem, was aufgrund der Inflation gerechtfertigt ist. Das heißt, Deutschland ist auf dem Weg dahin, ein hochpreisiges Energieland zu werden und das eben mit entsprechenden negativen Auswirkungen. Als Zeuge möchte ich hier nennen, ich möchte den Wirtschaftsminister Herrn Peter Altmaier nennen. Herr Peter Altmaier hat im September vergangenen Jahres, in 2019, gesagt, der Strompreis ist zu hoch und das ist ein nicht sehr gutes, ein nicht sehr guter Wettbewerbsnachteil für die deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Hat er im September gesagt, ich habe das mitbekommen, als ich mit dem Auto aus dem Urlaub nach Hause gefahren bin im Radio, ich habe gesagt, was ist? Herr Peter Altmaier ist auch unserer Meinung. Er hat dann aber nichts weiter gemacht, weil wir hatten danach ein Klimagesetz, da steht nichts von einer Entlastung drin, von einer signifikanten Entlastung, nein, vielmehr wird die EEG-Umlage für 2020 wieder erhöht werden, sodass die Belastungen größer werden. Und auch im Kohleausstiegsgesetz etc. findet sich nichts dergleichen, dass Strom oder Energie im Allgemeinen für die Bürger in Deutschland und für die Unternehmen in Deutschland wieder bezahlbarer werden wird. Vom Green Deal wollen wir noch gar nicht reden. So viel zur Vergangenheit. Wir wissen jetzt, was der Strom
damals und heute gekostet hat. Und wir wissen, dass das ein nationales Problem ist, das unsere Wirtschaft hindert, dass damit unsere Arbeitsplätze bedroht sind. Und wenn die Arbeitsplätze bedroht sind, dann ist die Zukunft von den Lebenden und ihren Familien und den jungen Leuten, die sie was schaffen wollen im Leben, dann ist die auch bedroht. Und deswegen müssen viele leider einfach das Land verlassen, damit sie eine Zukunft haben. Kommen wir zur Gegenwart, zum Kommunalen. Es war gestern die Nachricht, ich muss es mir anschauen, Showa-Denko in Meitingen hat beschlossen, 140 Arbeitsplätze abzubauen und die Produktion von Graphitelektrodenteilen weitestgehend einzustellen oder zu verlagern. Graphitelektrodenteile sind aus Kohlenstoff gefertigt, werden gebraucht in der Herstellung von Stahl, das heißt, wenn ich mit Strom Stahlschmelzen mache und damit dann mein Geld verdiene. Dieses Geschäft läuft ganz offensichtlich schlecht. Vielleicht haben das auch was auch mit dem Strompreis zu tun, ganz speziell in Deutschland. Und jetzt steht hier in der Kommune stehen 140 Arbeitsplätze zur Disposition. Aber es gibt auch gleich die Folgeindustrie hier in der Gemeinde. Wir haben ein Stahlwerk hier in Meitingen, es sind ca. 800 Arbeitsplätze davon betroffen. Und jetzt schauen wir mal, was das Klimapaket für die Stahlproduktion in Deutschland bereitet. Und ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht. Bei der Herstellung von Stahl wird pro Tonne Stahl ca. 1,34 Tonnen CO2 freigesetzt. So, runde Kennzahl, geht aus dem Stahlbericht hervor, den ich aus dem Internet gefunden habe. Das heißt, wenn ich den jetzigen Peak anfange, den Startpreis im Jahr 2021 von 25 Euro pro Tonne CO2 nehme, dann sind das 32 Euro, die obendrauf kommen pro Tonne Stahl an CO2-Kosten. Ja, einfach mal so. Eine Tonne Stahl ist 1,34 Tonnen CO2. 25 Euro die Tonne sind ca. 32 Euro, die pro Tonne Stahl drauf kommen. Was kostet Stahl am Weltmarkt? Google spuckt es aus. Ich habe es heute gegoogelt. Durchschnittlicher Preis für Flachstahl heute ca. 480 Euro die Tonne. Das heißt, auf die 480 Euro, die man am Weltmarkt bezahlen muss, sind am Wirtschaftsstandort Deutschland gleich einmal ab 2021 32 Euro draufzuschlagen. Das sind lustige, flockige 7%, die einfach mal auf die Hersteller von Stahl in Deutschland oben drauf kommen und die Hersteller in Deutschland belasten mit ihrer Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt. Und wir reden hier kommunal, wie gesagt, nicht nur vom Graphitelektrodenhersteller, wo wir gestern die schlechte Nachricht bekommen haben. Wir reden hier von 800 Arbeitsplätzen im Lechstahlwerk, die eigentlich erweitern wollten und wo sich die Frage stellt, ob die dann eigentlich noch weiter erweitern werden wollen eigentlich, wenn diese Sachen so weitergehen. Und wir wissen, die 25 Euro sind nur der Einstiegspreis. Die Kollegen im Bundestag haben es in den Reden gehört, die im Deutschen Bundestag gehalten werden sind. Das soll ein Instrument werden, mit dem die Bundesregierung dynamisch eingreift auf die CO2-Entwicklung. Das heißt, 25 Euro ist nur der Anfang. Und ich habe eine Nebenbeschäftigung im Deutschen Bundestag, ich bin auch im Beirat für nachhaltige Entwicklung und da kommen viele Gäste, viele sind sogenannte Zukunftsforscher und Leute, die sich mit dem Klima sehr auseinandersetzen. Und all diese Leute, all diese Gäste, böse Leute würden sie mit negativen Begriffen bezeichnen, die haben einen anderen Preis und dieser Preis ist so abgesprochen, weil nämlich alle den gleichen Preis sagen. Alle diese Klima- und Zukunftsforscher in diesem Beirat sagen, den Politikern, die da drin sitzen, ich sitze leider auch drin, sagen, dass ein vernünftiger CO2-Preis erst bei 180 Euro anfängt. Wenn ich jetzt 180 Euro nehme, eine Tonne Stahl mal 1,34, dann bin ich ungefähr bei 224 Euro Zuschlag auf die Tonne Stahl und damit habe ich dann schon fast 50% der Weltmarktkosten an CO2-Zuschlag in Deutschland. Das heißt effektiv, wenn ich diese Forderung dieser sogenannten Zukunftsforscher mache, ist die deutsche Stahlindustrie mausetot. Und wenn wir es wieder kommunal sehen, es liegen ja 800 Arbeitsplätze hier in der Kommune dran. Diese Entwicklung, die hier bestritten wird von der Bundesregierung in dieser Klimapolitik mit dem Klimapaket, die ist grundfalsch. Sie tun es auch in der kommunal weh, sie tut uns im Bundesland weh und sie tut uns auf der Bundesebene komplett weh. Sie ist schlecht für die Wirtschaft. So kann man das nicht machen. Zuletzt noch zum Ausblick. Ich sagte es ja, es wird europäisch. Ganz kurz nur über den Green Deal, der dann von Frau von der Leyen vorgestellt worden ist im Rahmen der sogenannten Klimawoche in Madrid. Die erste
Die allererste Ankündigung war, es wird vielleicht circa 1 Billion Euro kosten, also 1000 Milliarden Euro. Im Januar war dann Ihr Stellvertreter Franz Timmermans von den niederländischen Sozialisten bei uns im Bundestag zu Gast. Der hatte schon ein Papier dabei, wo was drin stand. In diesem Papier war schon sehr viel konkreter. Allein in den ersten 10 Jahren, von 2020 bis 2030, werden 2600 Milliarden Euro in diesem Papier veranschlagt. 2600 Milliarden Euro an Steuergeldern, die in der EU irgendwo von irgendwem durch produktive Arbeit erwirtschaftet werden und die dann auf der EU-Ebene für diesen Green Deal, für einen komplett nutzlosen Umbau der Industrie verschleudert werden sollen. Und auch das ist nur der Anfang. Es soll ja nur bis 2030 diese 2600 Milliarden Euro verbraucht werden, aber der Green Deal hatte das Ziel, bis 2050 sein Ziel zu erreichen. Das heißt, nach 2030 ist mit noch größeren Steigerungen der Geldlust der EU zu rechnen und man kann davon ausgehen, dass weitere absolut irrwitzige Summen dann gehandelt werden. Das ist der Ausblick und dann jetzt komme ich zurück und mache den Kreis wieder rund. All diese Punkte hängen zusammen. Ihre Stromkosten hängen zusammen mit der Frage, warum Stahl zu teuer wird und ob eine Stahlproduktion innerhalb von Deutschland, innerhalb der Gemeinde Meitingen weiterhin möglich ist. Und die Frage am Ende ist, wenn der deutsche Staat seiner Wirtschaft schon schadet, über das Klimapaket, bei dem die Unternehmen sehr stark belastet werden mit den Finanzen, wenn dann gleichzeitig die EU auch noch kommt und noch 2600 Milliarden Euro noch on top haben wird für ihre Klimaprojekte, die ja unabhängig sind von den nationalen, dann weiß man, dass man in Zeiten lebt, wo man entweder seinen Geldbeutel festhält und schnell, schnell davonrennt oder wo man anfängt, diese Dinge zu hinterfragen und wo man dann sich politisch organisiert, und wo man dann hergeht, um eine Alternative anzubieten gegen diesen Irrsinn, der hier in Brüssel beschlossen wird, der in Berlin beschlossen wird und der zum Teil auch in München beschlossen wird. Wunderbar, und jetzt habe ich Sie so lange hingehalten, bis meine reizende Kollegin, die Landesvorsitzende, eingetroffen wird. Sie wird gleich vorgestellt werden von meiner Vorsitzenden im Ortsverband, von Manuela Steurer. Und ich mache jetzt die Bühne frei für diejenigen, die einen längeren Anreiseweg hatten, die viel, viel wichtigere Dinge zu sagen hatten wie ich. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Vielen Dank und einen schönen Abend.